Ja, recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dwarf Fortress. Und das ist, eine Folge ist gut, ist eher eine Serie und es geht um die Serie mit einem Grafikpack Phoebus. Und ja, da wollen wir mal gucken, dass wir da jetzt starten. Wir haben jetzt hier wieder die Auswahl, wo wir starten wollen. Haben, wie gesagt, ein Grafikpack geladen. Man sieht es hier, es sieht schon alles etwas anders aus. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob wir hier, wo dieses Ausrufungszeichen ist, das letzte Mal gestartet sind. Ziehen wir mal gerade dahin. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo das genau ist. Da ist es genau. Und dann blinkt das hier. Ist jetzt die Frage, ob das unser voriges Ziel war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir mal angucken, wie es da aussieht. So, haben wir den Pfeiltasten hier diese große Location angesteuert und jetzt die kleine natürlich dann mit den H, K, M und ich glaube O war das oder so. Gucken wir mal, ja, U ist es genau. Jetzt gehen wir runter. Wie ihr seht, ist das so ein 4x4 Kästchen, was sich da bewegt. Was auch blinkt, ist auch ein 4x4 Kästchen. Ich habe fast die Vermutung, dass dieses I eher von unserer vorherigen Runde irgendwie eine Notiz ist, die da eingesetzt ist, aber nicht gefunden, nicht gemacht ist. Ja, gut, haben wir geschafft. Move Local Erica. Und wenn wir jetzt hier gucken, Temperature Conifer Forest, also Baumbestand, Temperatur ist mäßig, sagen wir mal. Starker Wald, andere Vegetation ist viel, thick, dick, würde man sagen, aber ne, und Surroundings ist Wildernis, also ja, Wildnis ist es. Da sind ein paar wilde Tiere wahrscheinlich, aber sonst geht's. Broke steht hier gar nicht straight. Keine Ahnung. Broke heißt eigentlich irgendwie was Besonderes, ein Fluss oder sowas, meine ich. Oder Bach oder sowas. Und hier steht ein bisschen Mutterboden und tiefe Metalle. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir. Jetzt haben wir natürlich das wieder, glaube ich, verschoben. Ne? Ja, genau. Da starten sollen, was da gerade angezeigt war. Gehen wir da nochmal hin und ich würde ja. Sieht ja toll aus, aber irgendwie ist das so ein bisschen so, ja. Jetzt sind wir, glaube ich, genau auf dem Kästchen, genau. Wenn wir ein bisschen weiter links gehen, ist der Fluss auf jeden Fall da drin oder der Bach, was es auch immer ist. Ja, und da wird auch nicht angezeigt. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen besser oder so, weiß ich nicht. Da ist ja auch nicht schlecht, ne? Ist genauso gut und wir haben auf jeden Fall das Wasser dabei. Wenn wir jetzt runtergehen, wie sieht es da aus? Ne, da passiert, sieht es nicht gut aus. Und hoch geht wahrscheinlich, hier geht es nicht, weil da irgendwie die Zwergenfestung ist und ich habe fast die Vermutung, dass diese Festung, die hier ist, warte, ich nehme mal die Maus, dass das unsere alte Festung vielleicht ist. Das könnte sein. Aber da können wir nicht embarken. Ja. Weil wenn man da hochgeht, Lekotostuk steht da. Und ich glaube, das hieß auch so. Und da können wir leider nicht hin. Naja, ist ja nicht schlimm. Dann würde ich sagen, direkt da dran, an dieser Grenze, könnten wir ja jetzt nochmal neu starten. So, jetzt sind wir genau da drunter, nur ein bisschen nach links versetzt. Gucken wir mal weiter nach rechts und so. Aber da gibt es noch andere, aber da gibt es kein Little Soil, gibt es ganz rechts außen. Und da wäre es auch gut. Allerdings, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir machen ganz weit nach links. Ich weiß nicht, mir gibt das Gefühl, wenn man sieht ja hier den Bach und den sieht man hier, wenn man, wo das blinkt, das macht, dann sieht man das nicht. Und deswegen sollten wir diesen nehmen. Dann drücken wir mal E für Embark. Da steht Play Now, prepare for the journey carefully. Das wollen wir mal machen. Weil wir wollen ja ein bisschen was hier mit unseren Leuten noch hinkriegen. Diesmal vielleicht etwas besser wie letztes Mal, dass wir denen auch das Passende mitgeben. Ne? So, dann haben wir jetzt Tab drücken, damit wir an unsere Gegenstände kommen. Also, das erste ist ja die Kupfer Pickaxe, also die ja, Pickaxe. Darunter haben wir die Copper Battle Axe. Da würde ich ganz gerne was wegnehmen. Also den hier auf jeden Fall weg, den Amboss. Den brauchen wir nicht sofort, den brauchen wir ja später. Den können wir per Karawane kriegen oder so. Aber zuerst brauchen wir diese 300 Punkte, damit wir das loswerden.
Den ist weg. Getränke ist klar. Plump Hermit Spawn ist auch klar. Die Samen sind auch wichtig. Das ist was zu essen alles. Das ist was zu essen. Fische, Plump Helmets. So, das ist ein Faden. Faden braucht man nicht. Das ist Stoff, brauchen wir auch nicht. Das sind Taschen. Taschen brauchen wir eigentlich auch nicht. Nicht am Anfang. Das sind Seile, 3 Stück, die behalten wir auch mal. Das sind Köcher. Köcher sind halt für Pfeil und Bogen. Haben wir jetzt keinen, machen wir auch weg. Bucket ist, müsste ein Eimer sein. Elder, weiß ich jetzt nicht, ob es ein Eichen ist. Ist es Eichen? Ne, Oak ist Eichen. Weiß ich jetzt nicht, was für ein Holz das ist. Aber das sind Eimer, die lassen wir mal. Splints, das sind hier Schienen, für wenn man was gebrochen hat, machen wir weg. Und die Crutches, oh, jetzt kann ich mich auch vertun. Entweder sind das Krücken oder das andere sind die Krücken. Und das hier sind die Schienen, aber das ist egal. Und das ist ein Wheelbarrow, das ist eine Schubkarre oder Schubkarre. Je nachdem, wo man herkommt, sagt man Schubkarre oder Schubkarre. Und ja, die würde ich ja eigentlich schon fast behalten. Auf der anderen Seite können wir die auch selber nachher bauen. Das sind 50 Points, die sollten wir vielleicht besser erstmal nehmen. Gut, dann haben wir jetzt Punkte 740. Jetzt gehen wir wieder zu unseren Zwergen und dann wollen wir dann mal gucken, dass wir die ein bisschen hier ausstatten. Ja. Da müssen wir jetzt das ein bisschen erweitern. Dafür gehen unsere Punkte dann runter. Das wird ein Miner. Den machen wir erstmal. Dann gehen wir auf den zweiten. Das wird ein Woodcutter. Den machen wir auch. Ordentlich. Gut. Jetzt haben wir den dritten. Ja, jetzt wäre jetzt nur die Frage, ob wir das... Der dritte ist jetzt dann ein Tischler. Ja, machen wir erstmal so. Und der vierte wird dann Mason. Und der fünfte. Das machen wir aus dem fünften. Das brauchen wir alle nicht. Waffenschmied, Bogenmacher, Rüstungsschmied, Metallschmied, Furnace Operator, Holzköhler oder sowas. Stonecrafter ist natürlich auch nicht schlecht, aber das geben wir gleich einen da oben. Dem Mason geben wir das noch ein bisschen mit auf den Weg. Und Wood, Bonecover, Gamecutter. Mechanik ist natürlich auch nicht schlecht. Ein Bauer brauchen wir sowas sozusagen. Das wäre auf jeden Fall ein, ja. Das ist ein Drescher. Ja, vielleicht sollten wir da einfach so einen Bauer rausmachen. Ein Grower. Mit Kräutern soll er sich auch auskennen. Haben wir sonst noch was, was in die Richtung geht? Ja, hier den Milker machen wir mal noch. Animal Trainer, Animal Caretaker, Seifenmacher, Laugenmacher, Pottaschenmacher. Und das sind dann Waffen bzw. Kampffertigkeiten. Swimmer, Wounddresser. Ja, dann haben wir noch was mit arzttechnisch vielleicht. Da müssen wir auch überlegen, einen davon zu machen. Und dann hier sind noch Dinge für unserem, sag schon, Leader. Dann sind wir schon durch, ne? Gut, was haben wir dem denn jetzt hier gegeben? So, einiges. Machen wir einen Drescher, nicht Müller. Machen wir Müller noch einen hoch. Und wo sind wir jetzt? Auf Grower hätte ich gern noch ein bisschen mehr. Und Herbalist hätten wir auch noch gerne. Weber. Trepper. Ja, Fallen stellen kann er dann und so. Ne, ich glaube, das machen wir den Rest nicht. Cheesemaker, das wäre es noch. Wenn er Milker ist, haben wir Milker gemacht. Melker haben wir gemacht, dann machen wir auch Käse. Ja. Haben wir noch einen? Komm, dann machen wir dann noch, dass der auf jeden Fall die Schafe, die Pulle abmachen kann, sozusagen.
Gut, dann gehen wir einen Schritt zurück, einen tiefer, und dann machen wir aus den Koch. Und ein Brauer kann er auch sein. Ja. Dann ist das auch schon erledigt. Dann haben wir hier noch einen und der wird dann unser, sag schon, Bookkeeper und sowas. Recordkeeper und ja. Gut. Dafür müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, da gehen wir oben lang. Ja, ach so, jetzt sind wir auf der falschen Seite. Da müssen wir rüber. Und dann gehen wir hier hoch. Ja. Liederbraucher. Ja, da gibt es jetzt ganz viele Sachen, die man machen kann. Ich, nee, Comedian wollte ich nicht machen. Record Keeper, Organizer ist gut. Ja, da gibt es noch so viele Sachen, die gut sind hier. Jetzt haben wir nichts mehr über, das ist schon alles. Na. Ich glaube, das lassen wir mal so erstmal. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, okay, das ist auch so eine Sache für sich, ne? Wir machen mal den Adequate Leader einen tiefer. Ja. Und machen dann noch hier Konversationalist. Ich würde das gern noch machen. Lassen wir so stehen. Und gehen wir zurück. Wen haben wir hier jetzt? Da müssen wir mal gerade runtergehen. Das wird in den ersten Bildschirm wieder kommen. Und das war der Miner. Oder? Ne, doch nicht Quatsch. Das ist der Mason. Und den wollen wir auch gleichzeitig als Stonecrafter noch ausbilden. Und wenn er schon Mason, dann kann er auch hier Graveur werden. Und haben wir noch was, was mit Stein zu tun hat hier? Und ja, hier, das wäre noch was mit Stein. Kriegen wir das alles beides noch? Ja. Na, da haben wir andere für, die das machen. Ich glaube, das ist es erstmal. Dann gehen wir wieder einen nach links, einen höher. Und dann haben wir hier den Schreiner oder wie man ihn auch nennen möchte. Und der Schreiner, der kann hier Woodcrafter werden. Das kann auch richtig gut werden. Damit wir sofort richtig was für die Karawane haben. Da haben wir einen Woodcutter. Dann, was könnte der können ruhig. Oh, jetzt habe ich wieder die falsche Taste erwischt. Bogen kann er ruhig machen auch. Und ja, der macht Woodcutter. Dann machen wir da das auch raus. Und das machen wir ruhig auch eine Stufe. Das hatten wir schon von eben anders gemacht. Wenn er Zeit hat, kann er das eigentlich auch noch machen, ne? So, das sollte dann erstmal passend sein. Gut, und dann, ah, der Koch sollte nicht nur, da müssen wir gleich mal einen Koch auswählen. Der soll, ah, warte mal, der zweite, der hat noch einen. Ja, was machen wir denn da? Grundsätzlich ist es ja ein Baumfäller. Amos mit Metal Smith, Metal Stone, Woodcrafter. Aber dafür haben wir ja schon den Schreiner gemacht. Vielleicht könnte der den unterstützen. Komm, wir machen den da noch einen bei. Mechanik, dann können wir auch Dingens machen. Wie heißt es? Irgendwelche Mechanismen. So, und dann haben wir hier den Miner noch. Und der Miner, ja, der macht eigentlich nur Löcher in der Erde. Building Designer kann er einen dazu kriegen. Ja, der kloppt ja eigentlich nur Löcher in der Erde und das ist der schon mit Haupt beschäftigt sozusagen. Ist da irgendwas bei, wo ich jetzt sagen würde, komm, das machen wir auch noch. Ein Schlachter wäre und hier so ein, ja, Lederer heißt er nicht, Gerber heißt, der wäre auch nicht schlecht.
Und der verarbeitende Sattler sozusagen, hier der Leatherworker. Haben wir da irgendwas, was ich jetzt sagen würde, das passt noch zum Miner? Ich glaube nicht. Ja, der könnte hier noch ein bisschen was. Der hat ja die Pickaxt in der Hand. Da könnte er eigentlich noch ein bisschen was hier mit Kampf kriegen. Ach, und ärztlich haben wir ja na natürlich nichts, ne? Dann ist der noch weiter zuständig. Haben wir gebrochene Knochen? Wahrscheinlich, ne? Haben wir nur einen über. Diagnose stellen, fertig. Und das soll reichen. Dann sind die auch alle besetzt. Aber irgendwen wollten wir noch umfunktionieren, fällt mir gerade ein. Dann gehen wir mal auf die erste Seite, weil da war das. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Ach, der Koch war das, genau. Da müssen wir jetzt den Koch finden. Der Koch, wer war der Koch? Da ist der Koch. Der Koch muss hier noch ein bisschen weniger brauen. Und ein bisschen weniger kochen. Dafür kann er nämlich auch noch schlachten. Und auch das Leder den Tieren über die Ohren ziehen. Und ich bin am Überlegen, ob er Herbalist noch werden könnte dann. Ja, schwierig. Komm, machen wir den auch noch ein. Und da haben wir noch einen über. Ja. Sollen wir Leder machen? Komm, mach mal Leder und dann ist gut. Dann haben wir sie. So, dann nochmal Tab drücken und mit dem Rest müssen wir noch ein bisschen was kaufen. Und was kaufen wir noch? Gute Frage. Ja, Buckrabbit. Haben wir da links nur Sachen, klar. Da hätte ich ganz gerne einen von gehabt. Und Weibchen auch. Dann haben wir auch was zu essen, in Anführungsstrichen. Haben wir zwei davon. Jetzt haben wir Hunde. Und wollen wir auch einen. Und dann noch einen. Obwohl, vielleicht wäre ja der Jagdhund besser. Komm. Hunting Dog. Machen wir mal besser. Die passen besser auf. Katzen wollen wir nicht. Esel wollen wir nicht. Pferd wäre natürlich nicht schlecht wahrscheinlich. Aber hier eine Kuh wollen wir. Aber jetzt ist gleich das Geld wahrscheinlich auch alle, ne? Ja, 151 geht nicht mehr. Und wenn, dann will ich schon paarweise haben. Wie teuer sind denn hier die? Der Jagdhund kostet zu viel, in Anführungsstrichen. Da ist der billiger, dann nehmen wir den. Und da auch. Kommen wir dann mit der Kau, mit dem Bullen hin? Naja, da fehlen uns noch 11. Was machen wir dann? Nehmen wir nur ein Rabbit-Weibchen. Und irgendwas muss noch weg. Käfisch. Wir haben zwei Kupferäxte. Da brauchen wir nur eine. Die können ja nur eine. Und was ist mit den Äxten? Ich glaube, da brauchen wir zwei. Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal eine Kuh nehmen. Oder einen Bullen. Und dann haben wir noch 35 über. Aber wir wollten noch irgendwie so ein bisschen was zu trinken mehr haben, ne? Ja. Bier, nehmen wir den Rest doch für Bier und fertig. Ja, ich glaube, das soll reichen, in der Hoffnung, dass wir auch das Richtige haben. Name, Gruppe, safe. Ja, safe. Machen wir das doch, oder? Machen wir da ein Ass raus, ne? Machen wir das mal weg hier, das Profil 1, und machen da Ass raus.
Als Reiter machen wir da raus. And enter is safe. Gut. Und dann machen wir mal G und dann können wir unseren Namen ändern. The Shady Arrow. Hört sich auch nicht so dolle an. Was haben wir denn hier? Sind schöne Worte dabei. Machen wir den. Ja, keine Ahnung. Bier. Bier. Bees. Berry. Big. Ach, dann wird das vorne geändert. Super. Frontkomponent ist gar nicht dabei. Dann Rear-Komponente. Was ist das? Wir drücken mal gerade R für Random Name. Das ist doch viel einfacher. The Portal of Hills. Der Eingang der Berge oder so. Oder das Portal der Berge. Hills, wenn das dann die Berge sind. Och, das gefällt mir, den nehmen wir. E für Select. Also, da kann ich was auswählen. Das war also nicht richtig. Enter to use selected world. Portal of Hills. Ist es das dann jetzt? Aber wenn, dann wäre es auch egal. Und wie heißt unser Fortress? Foltorch. Da drücken wir mal als R. Naja, das sind ja alles Brown Boat. Auch schön. Arrow Trades. Morning Glaces. Ja, ganz viele tolle Namen sind das. Aber irgendwie. Sidget Spear. Das gefällt mir, das nehmen wir. Aber Escape, gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es eigentlich. Embarken wir das Ganze, oder? Jo, und dann sind wir schon drinne. Ja, das ist unser Karren, da sind unsere Leute dran. Drücken wir mal die Leertaste. Drücken wir Tab, damit die Karte weg ist. Das weiter rechts rüber gerutscht. Und dann gucken wir uns jetzt mal gerade hier die Karte an. Da ist schön viel Berg in Anführungsstrichen auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite haben wir hier den Wasserlauf. Und auch ein paar Teiche. Jo, sieht doch ganz gut aus. So, dann fangen wir nächste Runde dann an. Diese Runde machen wir zu Ende. Das war Folge 1 der zweiten Serie und dann würde ich mich recht herzlich bei euch bedanken und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.